Ich habe die Erfahrung auf jeden Fall gemacht, dass man mir es nicht gönnt, dass ich für Deutschland starte. So, vor allen Dingen auch in den sozialen Medien. Weil ich glaube, mir so öffentlich das ins Gesicht zu sagen, das trauen sich die Menschen nicht. Ich bin Alhassan Wade, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin in Guinea, Westafrika geboren und mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen und ich bin Rennrollstuhlsportler. Meine Geschichte beginnt im Prinzip damit, dass ich als Zwillingskind geboren wurde, aber die Ärzte das in Guinea nicht erkannt haben und mein Zwillingsbruder zuerst auf die Welt gekommen ist und dann kam ich in Steißlage und das haben die nicht gewusst und dann hat der Arzt wurde mich mit Gewalt aus dem Mutterleib gezogen. Und dadurch diese Lähmung hervorgerufen und in Guinea hat man das halt nicht erkannt. So kam ich dann das erste Mal mit 9 Monaten nach Deutschland zur Untersuchung und dort haben die halt festgestellt, dass ich hochgradig gelähmt bin. In Guinea im Prinzip keine Überlebenschance gehabt hätte. Ja, dann hat sich mein Onkel, meine Tante, die haben sich dafür eingesetzt und dafür gekämpft, dass die das Adoptionsrecht bekommen. Und das dauert ja in Deutschland immer ein bisschen und deswegen bin ich dann erst mit 5 Jahren dann nach Deutschland final gekommen. Meine früheste Kindheitserinnerung in Deutschland war, als ich nach Deutschland gekommen bin mit 5 Jahren und von meinem Onkel und meiner Tante adoptiert wurde und ich vom Flughafen abgeholt wurde, meine deutsche Mutter mich in den Arm hielt und ich Angst vor ihr hatte und zu meinem Papa auf Pula, der Stammesprache in Guinea, gesagt habe, dass ich Angst habe vor den Deutschen. Der sich kaputt gelacht hat und zu mir gesagt hat, da musst du dich jetzt aber dran gewöhnen, die sind alle weiß. Alassane hat Vero gesehen und ist angefangen zu schreien, wollte mit Vero nichts zu tun haben die ganze Zeit. Und dann losgefahren und dann fängt Alassane an im Auto zu schreien. Und dann sage ich, ach, diese Brut, was wir hatten, das können wir dir direkt alles angeben, dann wird er sich beruhigen. Und dann fahren wir ein Stück, meine Frau, also Vero gibt dann alles an diese Brot. Und dann wir unterhalten uns, was wie können wir ihn an den nächsten Tagen machen. Dann dreht sich Vero, der alles an ist, der hat ja nicht schlucken können. Woher sollen wir das wissen? Und da ist er am und wir haben den gerade 5 Minuten, wir bringen ihn um. Und die Vero schreit im Auto. Halt! Das stimmt! Ich sag, wie das stimmt? Wir haben den gerade 5 Minuten. Wenn ich von meinen Eltern spreche, dann meine ich meine Adoptiveltern, mein Onkel, meine Tante. Aber weil ich bei denen halt seit meinem 5. Lebensjahr aufgewachsen bin, weil ich von denen im Grunde genommen alles gelernt habe, die mich immer unterstützt haben und ich mich eigentlich auch wirklich hier zugehörig fühle, sind das für mich meine Eltern und meine leiblichen Eltern sind für mich sowas wie Onkel und Tante geworden. Ich habe meinen Zwillingsbruder in Guinea und noch eine Schwester und meine Geschwister hier in Deutschland sind der Ibrahim, der ist 5 Jahre jünger als ich und die Indira, meine Schwester. Das erste Mal habe ich so gespürt, dass ich anders bin als andere, als ich im Kindergarten kam. Zum einen durch die Sprache natürlich und zum anderen aber auch, dass die anderen Kindergartenkinder ja gesagt haben, warum bist du denn schwarz oder wie kann man deine Hautfarbe nicht abmachen? Also das war so zum Beispiel das erste einschneidende Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich sehe ja auch anders aus als die und bewege mich auch anders, also im Kontext von meiner Hautfarbe plus meine Behinderung. Und daraufhin war es bei mir auch so, dass ich dann zum Beispiel zu meiner Oma immer wieder gesagt habe, ich möchte auch so weiß sein wie die anderen Kinder oder so wie die anderen Menschen hier. Kannst du mir nicht mal einen Eimer weißer Farbe besorgen? Ich möchte mich weiß anmalen. Und das klingt zwar vielleicht ein bisschen skurril oder amüsant, aber als Kind meint man das tatsächlich schon ernst. Da geht noch was. Alassane ist zum Beispiel als Afrikaner voll integriert, aber die afrikanische Seele nimmt in seinem Herzen schon noch mindestens 30% ein. Das ist für mich ein Vorteil, weil ich die afrikanische Kultur kennenlerne. Was er mir versucht immer beizubringen, das ist seine Auffassung von Familie
Und bei uns ist es ja so, ihre Familie lebt eigentlich für sich, das sind Kleinfamilien. Und in Afrika gibt es Großfamilien. Und das finde ich ganz toll. Also die haben eine weltweite Community, die auch untereinander vernetzt sind, über Chats und so weiter. Und das finde ich ganz toll. Das hat mir doch einiges gebracht und seitdem sehe ich auch meine Familie ein klein bisschen anders. Dadurch, dass meine Eltern ja nie wirklich so groß thematisiert sind und haben immer versucht, immer uns spüren zu lassen, dass wir uns zugehörig fühlen sollen und dass wir auf diese Art von Diskriminierung eigentlich nicht eingehen sollten, sondern uns einfach durch unsere Art, durch das, was wir sind und wie wir uns auch ausdrücken und artikulieren, zugehörig fühlen sollen. Das ist das Problem, diese Behinderung zu akzeptieren. Das ist, wenn man die akzeptiert hat, das kann man auch merken, dann gehen die Eltern ganz damit anders um, als wenn man das immer Probleme damit hat. Warum habe ich ein behindertes Kind? Diese Frage, sage ich mal, durch die Adoption bei Alassane, brauchten wir uns nicht zu stellen. Wir haben einfach für uns gesagt, wie können wir helfen? Und wir haben viele, viele Leute, gut, die uns geholfen haben. Und dafür sind wir sehr dankbar. Sehr viele Leute. Wir hätten das allein nie geschafft. Dies ist zum Beispiel so ein Beispiel. Alle Kinder fahren Pukirad. Und jemand hat einfach mal so ein Pukirad umgebaut, schon ganz früh. Damit Al-Hassan mit Freunden einfach unterwegs sein konnte. Das sind so Selbstverständlichkeiten gewesen, ja. Meine Eltern und ich sind in Düsseldorf auf diese Reha-Messe gegangen, einfach um uns auch zu informieren, was für Möglichkeiten gibt es, was für Neuerungen gibt es. Und dann haben wir auf dem Stand von einer Rollstuhlfirma einen Mini-Rennrollstuhl entdeckt, der halt als Messegag ausgestellt war. Und ich war natürlich so ein quäliger Junge, sehr lebendig, habe gefragt, ob ich mich mal da reinsetzen konnte. Ja, so kam ich in den Genuss halt, dieses Ding mal auszuprobieren und bin dann damit durch die Hallen geflitzt und habe meine Eltern gezwungen, im Prinzip 4 Tage auf diese Messe zu kommen, nur damit ich mit diesem Ding rumheizen konnte. Und das hat mir eigentlich so ein bisschen dieses Gefühl von Freiheit gegeben, von Unabhängigkeit und die Möglichkeit, mich sportlich zu betätigen. Habe ich im Dezember zu meinem 6. Geburtstag diesen Mini-Rennrollstuhl geschenkt bekommen, mit der Bitte, dass ich den natürlich dann auch nutze. Und das muss man mir natürlich nicht zweimal sagen. Auf dem Weg nach ganz oben, Al-Hassan Baldé, 13 Jahre alt. Und das, was er in ein paar Jahren erreichen will, weiß er schon jetzt genau. Mein Ziel ist es, 2004 bei den Paralympics möglichst viele Goldmedaillen zu gewinnen. Und dass er es schaffen wird, scheint realistisch. Bereits jetzt hat Al-Hassan schon beachtliche Erfolge aufzuweisen. Mir hat es schon immer Spaß gemacht, mich zu bewegen. Ich hatte immer einen Bewegungsdrang. Ich habe diesen Speed immer gemocht. Und als ich dann diesen Mini-Rennrollstuhl bekam, wie gesagt, muss man mir nicht zweimal sagen, dass ich damit trainieren sollte. Und ich habe dann klein angefangen, war erst auf Volksläufen, habe dort teilgenommen. Und im Grunde genommen hatte ich durch meine Idole, durch die Rennrollstuhlfahrer aus meinem Team, immer so, ja, sozusagen so ein Ziel vor Augen. Und um als Rennrollstuhlsportler wirklich in der Weltspitze mitfahren zu können und dort auch um Medaillen mitfahren zu können, muss es wirklich ein absolut Top-Umfeld geben. Also angefangen von einem super Trainer, mein Trainer Alois Gemeiner, der sich tagtäglich mit mir hinsetzt, mit mir zweimal am Tag trainiert und auch das Training variiert. Und das alles zusammen mit einem gesunden Umfeld von Freunden, von Familie, ergibt dann sozusagen die Möglichkeit, noch nicht die Gewissheit, aber die Möglichkeit, dass man wirklich ganz vorne mit dabei sein kann. On your marks. Für einen Sportler, vor allem einen Leistungssportler, ist es natürlich das Höchste, einmal bei den Paralympics oder halt auch eben bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Da gibt es im Grunde genommen vom Gefühl her keinen Unterschied zwischen den Paralympics und den Olympischen Spielen. Allerdings ist es natürlich so, dass wir bei den Paralympics einfach nochmal von der Reichweite her und auch von der Aufmerksamkeit her natürlich noch lange nicht da sind wie bei den Olympischen Spielen. Aber das Gefühl als Sportler, es einmal dorthin geschafft zu haben, dort in
in ein Stadion einzulaufen oder einzufahren und vor 80.000 Zuschauern im Finale zu stehen, das ist natürlich ein riesen tolles Gefühl. Ich habe die Erfahrung gemacht, eben auf Facebook oder auch in anderen sozialen Kanälen, dass Menschen hinterfragt haben, warum ich denn für Deutschland starte und nicht für mein eigenes Land. Und dass mein eigenes Land oder dass mein Land eigentlich Deutschland ist, das kommt für die halt nicht in Frage. Und solche Erfahrungen stören einen und schmerzen einen natürlich schon. Oder auch, dass die Menschen natürlich einfach nicht damit rechnen, dass ich die deutsche Nationalhymne mitsinge. Und dann wird man natürlich auch angefeindet. Und das prägt einen, aber letztendlich prägt mich das nicht so sehr, dass ich denke, das nicht mehr machen zu wollen, sondern es bestärkt mich eher darin, ein positives Beispiel sein zu wollen. Ich habe als Kind, vor allem auch in der Teenagerzeit, immer mal wieder diese Gedanken gehabt. Warum ist mir das passiert? Warum bin ich der Zweite, dem das passiert ist und nicht der Erste? Und letztendlich konnte ich mir die Frage natürlich nie so beantworten. Ich konnte das aber nur für mich so austarieren, dass ich einfach gemerkt habe, dass mein Leben, so wie es jetzt verlaufen ist und verläuft, ein gutes Leben ist und dass ich mich eigentlich wohlfühle und ein tolles Umfeld habe. Für meinen Zwillingsbruder zum Beispiel war es natürlich was ganz anderes. Der hat mit ganz anderen Augen auf mich geblickt und auch auf mein Leben in Deutschland. Und ich erinnere mich an eine Situation in Guinea, als wir uns das letzte Mal dann gesehen hatten und wir am Flughafen standen und wir uns verabschiedet haben und er dann zu mir sagt, Al-Hassan, ich wünschte, ich wäre du gewesen. Ich wünschte, ich wäre der Zweite. Und das ist schon natürlich, das sind schon krasse Worte und das hat mir natürlich auch nochmal verdeutlicht, was das für ihn bedeutet hat, das so von außen zu erleben. Und es hat mich sehr stark berührt und letztendlich auch irgendwie gezeigt, dass ich ganz viel Glück hatte im Leben und dankbar bin dafür, dass ich trotzdem diese Chance bekommen habe. Und dass es letztendlich gar nicht so darauf ankommt, ob man laufen kann oder nicht letztendlich, sondern immer, wie man sich fühlt und dass man das Beste daraus macht. Das war Germania mit Al-Hassan Baldé. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar drunter oder klickt euch durch andere Germania-Videos. Und außerdem gibt es neue exklusive Folgen in der ZDF-Mediathek.